Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film News hier auf die Filmfabrik. Zuallererst in eigener Sache, in dieser Woche starten unsere Throne Weeks. Wir haben ja im Dezember die Star Weeks gemacht, da haben wir uns einen Monat lang sehr intensiv mit Star Wars beschäftigt. Das Ganze machen wir jetzt zu Game of Thrones und zwar ab diesem Samstag, aber das nur nebenbei. Wir machen es heute übrigens auch mal ganz anders und starten zuerst mit den Kurznews. Viele können kaum noch den Home Entertainment Start von Star Wars 7 erwarten. Der Film wird hierzulande am 28. April 2016 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Und jetzt wissen wir auch, dass es darauf eine lange Doku über die Dreharbeiten geben wird mit dem Titel A Cinematic Journey, also eine filmische Reise. Good news, everyone! Das Programm Toons wird bald Open Source, das heißt vor allem kostenlos. Das ist die hochwertige Software, die von Rough Draft, dem Studio hinter Futurama und Studio Ghibli, der Produktionsfirma von Hayao Miyazaki, benutzt wird. Letzte Woche ist die neue Komödie Der Spion und sein Bruder von Borat, Bruno und Ali G-Darsteller Sacha Baron Cohen in den USA gestartet. Und das bisherige Einspielergebnis ist eine volle Katastrophe. Bei einem Budget von 35 Millionen US-Dollar konnte der Film am Eröffnungswochenende in den USA gerade mal etwas mehr als 3 Millionen Dollar wieder einspielen. Damit hat der Film einen der 50 schlechtesten US-Kinostarts aller Zeiten hingelegt. Robert Downey Jr. hat in einem Gespräch mit der USA Today verraten, dass er nicht daran glaube, dass Iron Man 4 noch einmal etwas werde, aber der am 28. April 2016 erscheinende The First Avenger Civil War soll quasi Iron Man 4 sein. Übrigens kommt von uns am Donnerstag auch noch etwas zu dem Film. Und wir bleiben auch bei Marvel, denn die Serien Daredevil und Jessica Jones bekommen Zuwachs. Am 30. September 2016 startet mit Marvels Luke Cage eine brandneue Marvel-Serie, in der Mike Coulter die Hauptrolle spielen wird. 2017 soll mit Marvels Iron Fist sogar noch eine Serie dazukommen. Wer Metro 2033 gelesen und oder das Computerspiel gezockt hat und wie Jonas und ich das gesamte Metro-Universum liebt, wird sich sehr über diese News freuen. Der Endzeitroman wird nämlich verfilmt. Die Produzenten Michael De Luca und Steven Lheureux kümmern sich um das Projekt. Der Schriftsteller Dmitri Gluchowski sei von der Entwicklung bisher absolut begeistert. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Über Barack Obama wird ein Biopic produziert. Der Film soll sich um das Leben des jungen College-Studenten Obama drehen und wird den Titel Barry tragen. Nun sind der Boyhood-Darsteller Ella Coltrane und der Straight Outta Compton-Schauspieler Jason Mitchell zum Cast hinzugestoßen. Newcomer Devon Terrell wird übrigens Obama spielen. Der Klassiker Cannonball Run alias Auf dem Highway ist die Hölle los bekommt ein Remake. Warner Brothers haben sich die Rechte gesichert und gleich den Stein ins Rollen gebracht. Idiocracy und Tropic Thunder Drehbuchautor Ethan Coen soll das Drehbuch für das Remake schreiben. Ethan Coen übrigens nicht zu verwechseln mit Ethan Coen von den Coen-Brüdern. In den letzten Wochen haben wir immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig der chinesische Kinomarkt wird. Warner will daraus nun ganz großes Kapital schlagen und plant Remakes von ein paar eigenen Komödien, um sie vor allem in China zu vermarkten. Mit chinesischen Filmen plant Warner zum Beispiel Remakes zu Filmen wie Miss Undercover und der Adam Sandler-Komödie Urlaubsreif. Angeblich plant Warner sogar über 10 chinesische Remakes. Ich behalte meine persönliche Meinung zum Ganzen mal für mich, aber ihr könnt euch denken, was ein Mensch empfindet, wenn er Woche für Woche in jeder News neue Remake-Neuigkeiten verbreiten muss. Es gibt Neuigkeiten zu ein paar bekannten Serien. Die 5. Staffel von Person of Interest wird definitiv die letzte sein. AMC verlängerte dafür Better Call Saul um eine weitere Staffel, nämlich mittlerweile Nummer 3. Und auch die Batman-Prequel-Serie Gotham bekommt eine dritte Season. Der brutale DC-Comic-Held Lobo bekommt eine Kinoadaption. Jason Fuchs, der Autor von Ice Age 4, Pan und dem 2017 erscheinenden Wonder Woman, soll das Drehbuch dafür schreiben. J.J. Abrams hat bestätigt, dass sowohl ein Spielfilm zu Half-Life als auch ein Film zu Portal noch Realität werden. Er wird die beiden Filme produzieren und sie befinden sich wohl noch in der Vorproduktion. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Michael Mann hat eine neue, sehr interessante Firma gegründet, Michael Mann Books. Unter der Schirmherrschaft dieser Firma sollen verschiedene Romane erscheinen, die anschließend auch in Film- und Serienform adaptiert werden sollen. Ein Prequel zu Heat, der 1995 mit Al Pacino und Robert De Niro in den Hauptrollen erschien, soll dabei oberste Priorität haben. The Killing Joke von Alan Moore ist ohne Zweifel einer der besten Comics über den Batman-Erzfeind Joker überhaupt. Dieses Jahr soll dazu noch ein DC-Animated-Film erscheinen, in der Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill wieder den Joker sprechen wird und er hat jetzt dazu ein erstes Bild gepostet. Ich freue mich darauf sehr. Diese Woche starten diese Filme in den deutschen Kinos, darunter Zack Snyders lang erwarteter, super teurer Batman wie Superman, Dawn of Justice mit Ben Affleck als Batman, das französische Drama Mein Alles mit Vincent Cassel und Rock the Casbah mit Bill Murray in der Hauptrolle. Disney hat Indiana Jones 5 nun offiziell bestätigt. Auch ein Starttermin für die USA ist bekannt gegeben worden, der 19. Juli 2019. Wie in den drei
gut. 4 Filme zuvor wird wieder Steven Spielberg Regie führen und Harrison Ford wird höchstpersönlich in die Rolle des peitschenschwingenden Archäologen schlüpfen. Respekt, schließlich ist Ford mittlerweile 73 Jahre alt. Produzentin ist unter anderem die Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy. Die hat ebenfalls an allen Indiana-Jones-Filmen in dieser oder jenen Funktion mitgearbeitet und hat auch andere bekannte Spielberg-Filme produziert, wie etwa E.T., Jurassic Park und Schindlers Liste. Letzte Woche schon haben wir euch das neuartige Konzept Screening Room vorgestellt. Für $50 soll man damit Filme für 48 Stunden mieten können, die ganz aktuell im Kino laufen und sie mit einem Receiver, der $150 kostet, zu Hause gucken können. 2 Kinotickets bekommt man dann noch oben drauf für denselben Film und das Ganze sei gedacht für Menschen, die nicht die Zeit oder Lust haben, ins Kino zu gehen. Bekannte Filmemacher wie Steven Spielberg, J.J. Abrams und Peter Jackson unterstützen die Idee, die von Napster-Gründer Sean Parker stammt. Nun haben sich der The Dark Knight-Regisseur Christopher Nolan und Terminator-Schöpfer James Cameron auf die andere Seite gestellt. Screening Room sei eine große Gefahr für das Kino und Filme würden einfach in den Kinosaal gehören. 2 US-Kinoverbände haben sich ebenfalls gegen Screening Room ausgesprochen. Sie haben Angst vor sinkenden Besucherzahlen und auch davor, dass Internetpiraterie dadurch noch einfacher wird. Was glaubt ihr, wird sich Screening Room durchsetzen können und macht es Sinn, erst $150 für einen Receiver und dann $50 für einen einzelnen Film auszugeben? Auch in dieser Folge gibt es natürlich einen Rechtsstreit. Der unabhängige Star Trek-Film Axana ist ein hochwertiges Kickstarter-Fanprojekt und ist im Prinzip eine fiktive Doku über den 4-jährigen Krieg zwischen den Klingonen und den Terranern. Die Star Trek-Rechteinhaber CBS und Paramount haben normalerweise überhaupt kein Problem mit Fanfilmen und unterstützen sie, aber nun haben die Macher von Axana angefangen, sich mit dem vielen Geld von Kickstarter Gehälter auszuzahlen und in ihre neue Produktionsfirma zu investieren. Sie haben somit aus dem harmlosen Fanfilm einen kommerziellen Film gemacht und das ist CBS und Paramount ein Dorn im Auge. Daher werden die beiden Firmen die Axana-Macher wegen Urheberrechtsverletzung verklagen. Man sollte eben nicht den Ast abschneiden, auf dem man sitzt. Wie gesagt, ab Samstag starten bei uns die Throne Weeks. Seid sehr darauf gespannt und letzten Samstag haben wir bereits eine Trailer-Analyse gemacht mit möglichen Handlungselementen aus der 6. Staffel von Game of Thrones. Schaut euch das gerne mal an. Wir haben da wieder sehr viel Arbeit reingesteckt und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.